Oh Mann, zusammen. Und da geht's auch schon direkt weiter mit den Waldelfen. Gut. Wildwurzelpfad abgeschlossen. Serene Nestra. Tempestuous Arahan. Itching for fresh battle. Komm, Mäuschen, flitz mal rüber da. Direkt in die nächste. Christian Athen. Splinterstula. Normalerweise unpassierbar unterirdisches Terrain. Ohne Verschleiß. Jetzt die Frage, ne? Kommen die Tiermenschen hoch und greifen meine Stadt an da oben? Jawohl, ist schon gar nicht so schlecht besetzt. So, wenn wir mit ihm mal hier rüberkommen. Und nächste Runde greifen wir einfach mal zusammen an hier, oder? Team Lugner greift dir ein. Haste is required. Spreading harmony. So, komm mal hier rüber, Mäuschen, und dann greifen wir von da aus gleich zusammen an. So, noch 5 Runden. Auch nicht möglich, ich habe nicht genug Geld. Oh, 10.000 kostet. 15, 20, 25. Ach du schöne Geschichte. Ein Baummensch, ach geil. Wildreiter, Wildgarde, Stern, Feuerpfeile, Waldläufer, Dryaden. 100 Stück. Schosskavallerie, Waldreiter. Und nochmal Wildreiter. Ja, guck mal, für die Anfangswellen würde ich jetzt mal... Ist das meiner? Nein. Ja, für die Anfangswellen würde ich mal fast unterstellen, dass der hier relativ sicher ist. Kampagnen-Sichtfeld, 25% für alle Siedlungen und Charaktere, öffentliche Ordnung plus 1 in der nächsten Runde. Gibt es überhaupt eine öffentliche Ordnung bei dem Baum? Nee, ne? Guck mal, komplett neutral das Teil. Öffentliche Ordnung sogar plus 5. Hier ist minus 5, okay, das wird dann gleich ein bisschen abgebremst. Generiertes Einkommen, ach guck mal, Erdloch des Fallenstellers. Da muss ich mal schauen, ne? Wenn ich bei den Nebenstädten nicht wirklich mich verbessern kann. Mein Herr, ein Rivale wünscht eine Änderung der gegenseitigen Verhältnisse. Okay. We speak as one, and the forest. Ich muss sagen, die Untoten da, diese... Großkönige, sie sind mir gar nicht so unsympathisch. You know who we are? They know, sister. Our kin will cooperate. Nicht Angriffspakt. Ja komm, 100er. Können wir mal verschmerzen. Technologie ist erforscht. Einkommen aus Ressourcen und Handwerksgebäuden plus Rüstung plus 10 für Infanterie- und Kavallerieeinheiten der Elfen. Das ist natürlich schon mal richtig geschickt, gerade zum Anfang. Eline, Herr der Zerstörung. Erhalte plus 1 Waldgesundheit, Einkommen durch Niederreißen von Siedlern. Ne, guck mal hier an. Dann gehen wir erstmal da drauf. Geschossresistenz, Abkühlzeit, Zauber der Leere der Schatten. Diplomatische Beziehung mit Bretonia. Bonus gegen große Feinde. Kavallerie, Kriegsverhaltenreiter. Ja, das kommt später wahrscheinlich. Überfall die Region eines der folgenden Feinde. Plattnasen. Schatzkammer plus 615. Ja, so viel dazu, dass die Elfen irgendwie sehr, sehr friedliebend sind. The Sisters of Twilight. Eitel. So, Rinder. Hyrus-Sieg. Gefecht führen, geht nichts. Da will ich mal sagen, wir gehen hier auf Ramburg der Waldelfen. Okay, die gehen auf die Mauern wahrscheinlich.
Er kann die Tür anscheinend nicht einklopfen. Dann. Oh, 2 Runden, 4 Runden, 5 Runden, 3 Runden. Krombok der Waldelfen. Vier Runden, mal gucken, wie lange halten die eigentlich durch. 8. Ja, komm. Die belagern wir einfach mal. Harmony shall reign. Graf Raxina. Können wir natürlich auch dahin und die Siedlung einmal besetzen. Fraxina Trimbar. Ne, komm, bleib's einfach da, oder? Nachher sind da Skaven drin. Fraxina Trimbar. Ich lauf einfach mal hin. Eisfelsschlucht. Hier wird ein Radius eben angezeigt, deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass hier Skaven schon drin sind. Die Verschwundenen. Negatives Wachstum. Ach Gott. In einer eurer Provinzen schwindet allmählich die Bevölkerung. An bestimmten Nächten werden bestimmte Ghettos oder Distrikte verlassen. Das einzige Zeugnis der verbleibenden Bewohner ist ein dreieckiges Symbol, das auf einem nahen Tor oder einer Mauer gemalt wird. Schick. Kolonisiert. Öffentliche Ordnung plus 6. Battle. A regrettable necessity. Öffentliche Ordnung minus 4. They will know order. Maya. 510. Dauert auch nur eine Runde. Waldgarde. Ich muss nochmal vergleichen hier. Sternfeuerpfeile. 170, 24, 23. Die sind ja identisch, bis auf 6 Flugpfeile, 166. Geschossstärke ist hier ein bisschen niedriger. Ansonsten sind die identisch. Muss ich mal schauen, für wen ich mich da so entscheide. In der Nähe ist eine Gefahr für den Wald aufgetaucht. Aggression gegen den Wald ist nicht ungewöhnlich, doch einige Gefahren sind dringender als andere. Dieser Angriff steht unmittelbar bevor. Eine Armee muss sich um die Angreifer kümmern, ehe sie die volle Stärke erreichen. Okay. Waldblüten quieken in der Tiefe. Eine wimmelnde Horde Skaven hebt sich am Rande des Waldes aus dem Boden. Ihre genauen Absichten sind unklar, doch ihr elendes, parasitäres Verhalten ist für das Gewebe mehr als nur eine Beleidigung. Die wuselnden Rattenmenschen und die abartigen Kreaturen in ihren verdorbenen Reihen sind Abscheulichkeiten der Natur und stehen für alles, was ihr ablehnt. Es tauchen immer mehr von ihnen auf, doch durch einen Präventivangriff könnt ihr verhindern, dass sie ihre volle Stärke erreichen. Eisfelsschlucht. Ach, wurde bereits gebaut. Der Bau eines weiteren bringt euch womöglich keine Vorteile. Ach, das ist schon mal ein netter Hinweis. Dankeschön. Wachstum, Verluste, Verstärkungsraten, Baumschrat. Öffentliche Ordnung. Unverdorbenheit in allen benachbarten Provinzen. Einkommen, Beute, Schlacht. End their threat. Grasgiad. Salutem. Such die Truppen verstärken. Fraxina. Okay. The forest's vengeance. 2 Runden. Belagerung fortsetzen. To battle, sister. Noch ein Trupp Waldgarden. Dann gehen wir rüber, Hexenhalle erobern und danach holen wir uns hier die Skaven.
It will be a glorious battle. Ihr Ashtar. So. Renda, Führersieg. Nee, auch das möchte ich gern kämpfen. Belagerungswaffen sind große Kriegsmaschinen, mit denen bei Belagerungsschlachten feindliche Befestigungen zerstört werden können. Rampöcke eignen sich zum Durchbrechen von Stadttoren. Mit Belagerungstürmen erklimmen eure Truppen gegnerische Mauern. Okay, Aufstellung starten. Da habe ich drei Türme. Ja, wir gehen hier rüber. Ach, guck mal, der sieht ja geil aus. Wir haben einfach so einen uralten Baum einfach mal getötet. Der muss ja mehrere hundert Jahre alt sein. Bei so einer Stammstärke. Ja, komm, ich würde sagen, einfach mal direkt starten. Ran und ran. So, ihr rennt nach vorn. Die Kavallerie geht nach hinten. Ihr könnt gerade eh nichts machen. So, aber die fliegende Kavallerie kann hier mal hinterflattern. Mein Falkenreiter kann darauf. Und ich hatte gesehen oder übersehen, die haben ja auch irgendwie eine Fähigkeit. Wie gesagt, Rüstung wirksam bei großer Reichweite. Schlechte Durchdringung. Schauen wir uns das doch mal an. Ui, jo, guck mal, das sieht doch nett aus. Geil, guck mal, schon direkt Moraleinbruch bei den Kollegen. So, Baumbart geht anklopfen. Die anderen Bogenschützen kommen hiermit nach außen. So, nichts zu zaubern. Die Türme sind fast an den Mauern. So, und ihr müsst hier rüber. Raus aus dem Radius. Ach, meine Magierin kann auch nach oben klettern. Ist natürlich auch sehr cool. Sie ist da. Was kann er denn hier? Regenerationszielbereich. Der Trefferpunkt wieder her. Große Explosion. Sehr cool. Eternal Guard. Blade Guard. Er müsste, jetzt habe ich nicht gesehen, wie sie die Klappe aufgemacht haben. Eternal Guard. To the free! Shit, hier habe ich nicht aufgepasst. Hier habe ich nicht aufgepasst, ich Idiot. Hier den ganzen. Sehr gut, rein da. So muss das. Mintgard. Hold position. Swiftly. Eternal Guard. At pace. So, wo ist mein Baumbart hier? As Ray made.
yours. Ist auch Speerkämpfer. Meine Bogenschützen bringe ich mal hier oben auf die Mauer. Rüber hier. Sisters of Twilight! Duty of Serve! Sind das meine? Nee, das sind gegnerische. Please go! Infanterie, die fliehen. Das kann ich eigentlich. Nee, die werden nicht rausflüchten. Tore des Feindes zerstört. Geil. Achso, so kurz. Okay, ich dachte, der braucht auch irgendwie 5 Sekunden. Schade, knapp verpasst. Das war's. Schöner Sieg. Jetzt werden jetzt hier noch irgendwie weggeknuspert. Mal wieder knapp verpasst. Okay, Gefecht beenden. Gehört uns. Schick, schick, schick. Ja, wie gesagt, also die Waldelfen gefallen mir echt gut bis jetzt. Auch der Baum-Hübi da scheint vielversprechend auszusehen. Und besetzen. Make these fools cower. Ja, du kannst mal. Schade, ich wollte eigentlich seine Einheiten in ihren Trupp noch mit reingeben, damit Artefakte halten. Ach cool. Steinerner Angriff. Habe ich den Faden verloren. Nicht. Genau, ich wollte seine Einheiten eigentlich jetzt hier bei jedem reingeben, dass die sich schneller wieder auffüllen. Oh, was ist das denn? Ruf des Waldes. Plus 5 Nahkampfangriff, plus 10 Nahkampfangriff. 10% grundlegender Geschossschaden, 15%. Nahkampfabwehr, okay. Feindesjäger, Geschwindigkeit, Vitalität. Erweckung des Waldes. Explosion. Ja, guck mal, den kann man doch mal ein bisschen verbessern. Verursacht starken magischen Schaden, mittlerer Wirkungsbereich, stark gegen einzelne Einheiten. Schriftrolle des Steins, guck mal. Ah, sollte eigentlich Sieg kriegen. Schwert der Macht, 8 Waffenstärke. Mittlerer Wirkungsbereich. Ja, komm. Oder? Nee, soll er behalten. Okay, Fähigkeiten. So, ihm haben wir ja schon. Schwestern des Zwielichts.
So, Trefferpunkte, Rüstung, physische Resistenz, Nahkampf, Abwehr und Angriff, Munition und Reduktion der Nachladezeit. Ewige Wachen und Dryaden. Waldgeil, ich glaube, das mache ich später. Ja, gehen hier erstmal auf Munition und schnelleres Nachladen. Und die Magierin Schmaus der Krähen. War eigentlich gar nicht verkehrt, glaube ich. Erhöhte Zauberreichweite, längere Effektdauer. Fügt Kämpfern Schaden zu. 100 Meter Reichweite, 300 Meter Reichweite. Guck mal, das ist doch mal was, wenn wir eine offene Feldschlacht haben. Okay, cool. So, bauen. Generiertes Einkommen, Rangberekrutierung für Kavallerie, alle Charaktere. Okay, und dann war es das auch schon wieder mit Bauen. Hier, die Baumöglichkeiten scheinen echt beschränkt zu sein, ne? Okay, geht ab Stufe 2 erst los, das meiste. Ne, dann will ich mal nichts gesagt haben. Twin Defenders of the Glades. So, auch hier, guck mal. Kommt auch nicht mehr wirklich viel. Gut, dann würde ich sagen, würde ich hier jetzt erstmal den reinsetzen. Zack. So, ein Hexenwald hier, Dingenskirchen. Jo, abwarten, ne? Okay, oh, was gab's da? Da ist Schmiede. Aha, okay. Da ist Schmiede. Drache. Adler. Da ist Segen. Okay, warte mal. Gut, da ist Fürst da, dass die Schmiede entzündet wurden und lädt euch dazu ein, eurem Rezept euren Respekt zu zollen. Sobald ihr eure Gunst erhalten habt, könnt ihr sie gegen Schmiedekünstler ausgeben, um Geschenke herzustellen, zu verfeinern oder neu zu schmieden. Alternativ könnt ihr sie gegen neue, machtvolle Segen antauschen. Okay, Drachenanhänger, Drachenmaske, Adler. Das wäre natürlich was. Zwielicht. Armee-Rekrutierungskosten, Vitalitätsverlust reduzieren. Eigene Armee. Puh. Dites Segen, okay. Dauer des Effekts. Ermöglicht Flammattacken für alle Elfen, alle Armeen. Weil man dann nur 5 Runden. Schauen wir uns mal durch hier. Träumende Stiefel. Chance bei Nutzung von Welswurzeln auszuweichen. Bewegungsreichweite auf Kampagne, Wachstum, lokale Provinz. Baukosten, lokale Region, Geschossstärke, Kampagnensichtfeld, Fähigkeit, träumender Ring. Was macht denn der? Kann man das hier... Nee. Verluste, Verstärkungsrate, Energiereserve, Winde, Magie. Unterhalt für alle Einheiten. Zwielicht. Helm des Zwielichts. Ach, guck mal, das war... Rüstung, Waffe und so weiter. Ah, guck mal, dann kann ich eins und dann nochmal verbessern wahrscheinlich. Okay, Helm des Zwielichts. Nahkampfabwehr für alle Einheiten. Helm des Zwielichts. Geschossstärke für alle Geschosseinheiten. Waffenstärke, Nahkampfangriff für alle Einheiten. Horn des Zwielichts. Führerschaft, lokale Region, öffentliche Ordnung. Rekrutierungskosten, Armee und Vitalitätsverlust reduzieren. Das wäre eigentlich was. Munition, Nachladezeit. Erfolgschance für einen Hinterhalt, da bin ich eher nicht so einer. Geschossstärke und Reichweite. Chance auf Abwehr eines Hinterhalts. Und was haben wir da? Rüstung, Nahkampfabwehr, Wundheilzeit. Waffenschaden, Drachenmaske, Einkommen, Beute nach der Schlacht und Niederreißen, Trefferpunkte. Ich würde fast sagen, ich hole mir als erstes diesen Zwielichtspeer. Geschossstärke, Waffenstärke und Nahkampfangriff. The work of a true artisan. Sister, könnte ich jetzt natürlich auch. Ist auch geil. Sister, give it to me. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Zwielichtspeer, guck mal. 8% Waffenstärke, Schwert der Macht.
432. Okay, okay, dann bist du ja nach oben. Mich gerade verguckt. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Hier habe ich noch zwei. Zwielig. Was haben wir dann für eine Rüstung? Nahkampfabwehr, passive Fähigkeit. Adlerhelm, Geschossstärke und Reichweite wäre eigentlich auch was. Aber das ist wieder eine Waffe und dann geht aber nicht beides. Drachenmaske. Trefferpunkte, physische Resistenz. Das wäre natürlich was für den Baum. Rüstung, Nahkampfabwehr, Geschossresistenz, Chance auf Abwehr eines Hinterhalts. Rüstung plus 10. Rekrutierungskosten eigene Armee. Stabilitätsverlust reduzieren, ja. My thanks, Master Smith. Träumend. It'd best be my turn next. Unterhalt. Verluste, Verstärkungsrate, träumender Ring. Kosten, ja, das ist langfristig eigentlich egal. Träumender Ring. Passive Fähigkeit, Drachenmaske. Gebäude nach der Schlacht. Erfolgschance für Hinterhalt und Forschung eher nicht so. Das auch eher weniger. Dann nehme ich noch den träumenden Ring mit. Mehr Magiepunkte und höhere Verlustverstärkungsrate plus die Fähigkeit. Okay. Achso, stellt Trefferpunkte wieder her. Angriffsgeschwindigkeit, Angriffsbonus. Nahkampfabwehr. Nee, komm. Ein träumender Ring. Oder was war Zwielicht? Nee, träumender Ring. Bestätigen. Such masterful handiwork. She won't even use it. Sehr geil. Details. Talisman. Träumender Ring. Grundrüstung. War jetzt keine mehr. Aber hier noch. Rekrutierungskosten Armee. Falkenreiter. Falkenbegleiter. Reichweite plus 8%. Verstärkungsreichweite. Armee des Kommandanten. Cool. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich da irgendwie noch was gekriegt habe. Reichweite. Verstärkungsreichweite. Aber ist keine Fernkämpferin, ne? Nehmen wir das da mal raus. Er kriegt das erstmal. Okay, sehr cool. Gefällt mir. Dann direkt in die nächste Runde. Schneller Blick auf die Uhr. Und ich würde sagen, dann mache ich jetzt hier auch schon eine kleine Pause wieder. Dice Schmiede war sehr interessant gerade. Und dann, ja, wie ich die Punkte gewinne, weiß ich noch nicht. Ob das durch Kämpfe war oder durch irgendwelche Waldgeschichten. Ich habe einen Baum gestreichelt, kriege ich jetzt einen Bonbon oder sowas. Kriegsfaltenreiter. Oh, guck mal, jetzt wird's doch interessant. Waldinvasion steht bevor. Ja, da greife ich gleich als nächstes ein. So, hier geht nichts weiter zu bauen. Runden bis zum nächsten Volk. Wachstum 0. 5. Ja, warum auch? Okay, hier schauen wir noch mal kurz durch. Zwei können wir bauen. So, was ist das hier? Töpferei. Baum der Handwerker. Weinexus. Genug Gold habe ich nicht. 2, 3. Zwei, vier kostet das, okay. Geht aber bis Level 5 hoch. Deswegen kommt das Ding langfristig wieder raus, ja. Level 4, Waldgesundheit. Zaubersänger, Zaubersänger, Zaubersänger. Das könnte ich eigentlich woanders bauen. Astralschmiede, das könnte ich eigentlich. Eigentlich wäre das eher was für Nebensiedlung. Guck mal hier. Da muss ich hin. Stufe 4. The Sisters of Twilight! Garnison so bauen. In der Hexenhalle geht hier echt nichts weiter, ne? Das ist echt schade.
X-Falkenreiter. Okay, dann gehen wir auf Militär, ne? Was kriege ich da? Riesenadler, X-Falkenreiter, Walddrache. Auch nicht schlecht. Baummenschen. Geisterhaine, kriege ich Dryaden. Ja. Nehmen wir. Und dann ist das Geld auch schon wieder alle. Und ja, wie gesagt, in der nächsten Runde greifen wir die drohenden Skaven an. Und dann schauen wir mal weiter, wie wir hier Punkte kriegen. So, Mission. Überfall. 6,50. Ja, da müsste ich mit meinem Bäumchen hier irgendwie hin. Ist ja bei Forschung irgendwas? Unterhalt Dryaden, Geschossresistenz, weil wenn das so bleibt, dann ist das mit dem Bauen eher schwierig. Naja, wie gesagt, hier ist erstmal Schluss. Und ne, guck mal, so eine Regionsboni haben die gar nicht. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wie wir die Skaven überfallen. Viel Spaß weiterhin, bis gleich und ciao.